kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Eine neue Woche mit Allgäu TV. Den wichtigsten Infos aus Ihrer Region und auch wieder mit der täglichen Gewinnchance in unserem ATV-Gewinnspiel. Dazu gleich mehr. Außerdem haben wir heute das für Sie. Klinikverbund Kempten-Oberallgäu gibt Jahresabschluss 2015 bekannt. Beste Bilanz seit 2011. Handwerk, Hotel, Landwirtschaft und mehr. Allgäuer Lehrstellenbörse lockt tausende Interessierte nach Kempten. Und ins Paradies auf Allgäuer Art. Eindrücke vom ersten Mundartwettbewerb in Mindelheim. Bis vor 5 Jahren haben die Kliniken in Kempten und im Landkreis Oberallgäu nebeneinander her behandelt und therapiert. Die Ansprüche an die Krankenhäuser haben vor allem in den letzten Jahrzehnten extrem zugenommen. Die Technik hat sich verfeinert und erfordert teilweise speziell geschultes Personal. Da lag es nahe, einen Klinikverbund für den Landkreis Oberallgäu und das Klinikum Kempten zu gründen. Eine Erfolgsgeschichte. Heute haben die Geschäftsführer ihren 5. Jahresabschluss veröffentlicht. Wie viele andere Branchen leidet auch das Gesundheitswesen unter dem Fachkräftemangel. Ein besonderes Problem für den Klinikverbund Kempten-Oberallgäu. Im vergangenen Jahr ist der Zusammenschluss aus den Krankenhäusern Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf um rund 10% gewachsen. Dadurch sind 70 neue Stellen entstanden. Das war eine besondere Herausforderung, weil es eben nicht immer so schnell geht, wie man sich das vorstellt. Und das hat uns so ziemlich das ganze Jahr beschäftigt. Und natürlich sind wir auch sehr stark im baulichen Bereich unterwegs gewesen. Wir sind ja gerade dabei, jetzt gerade hier in Kempten den neuen OP, neue Intensivstation oder Erweiterung abzuschließen. In Immenstadt haben wir den Neubau Nord auf die Bahn gebracht und dann im Dezember auch eingeweiht. Und insofern war das in vielen Bereichen ein ausgefülltes Jahr. Vor allem arbeitet der Klinikverbund am Ausbau von Spezialdisziplinen. In Kempten werden die Fachabteilungen rund um das Thema Nerven ausgebaut, unter anderem die Neurochirurgie. Durch Operationen werden Erkrankungen am Nervensystem behandelt. Ganz neu hingegen ist die Neuroradiologie, die es ermöglicht, Bilder von Nerven anzufertigen. Ja, wir gucken ja immer so als Träger, wie können wir die Bevölkerung hier in der Region optimal versorgen. Das ist ja eigentlich unsere Haupttriebfeder. Und weil wir dort eben noch Nachbesserungsbedarf gesehen haben, haben wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat uns entschlossen, diese neuen Abteilungen in Betrieb zu nehmen. Und man kann jetzt sagen, dass der Erfolg uns da durchaus recht gibt. Den machen die Geschäftsführer und der Aufsichtsratsvorsitzende auch an den Zahlen fest. Fast 11% mehr Umsatz und 4% Zuwachs bei den Patientenzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Und dann eine Zahl, die wohl wenige Krankenhäuser für sich verbuchen können. Nicht nur eine schwarze Null, sondern mehr als 800.000 Euro Überschuss. Trotz des wirtschaftlichen Erfolgs ginge es zuerst um das Patientenwohl. Ja, die Menschen gut zu versorgen, das ist das eine, und das Angebot einfach auch auszuweiten, dass die Menschen nicht nach München, nach Augsburg oder nach Ulm müssen, sondern heimatnah auch in vielen Disziplinen versorgt werden können. Das ist uns gut gelungen. Aber das zweite ist auch, dass man mit schwarzen Zahlen abschließt. Denn mit roten Zahlen, mit Minus, kann kein Betrieb arbeiten, kann kein Privathaus arbeiten, keine Kommune arbeiten und auch ein Krankenhaus nicht. Denn auch in diesem Jahr stehen weitere große Investitionen an. In Kempten soll die Bettenzahl ausgebaut werden und auch in Immenstadt sind noch weitere Baumaßnahmen notwendig. Bis 2018 sollen dann alle großen Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Die angebliche Vergewaltigung einer Frau in Lindau hat um Weihnachten herum für großen Wirbel, vor allem im Internet, gesorgt. Per Facebook hatte ein 39-Jähriger die Nachricht verbreitet, die Frau sei von mehreren Afrikanern und Arabern misshandelt und vergewaltigt worden. Die Befragungen der Polizei aber ergaben, dass die Frau die Tat erfunden hatte. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb gegen den 39-Jährigen jetzt ein Verfahren begonnen, wegen Volksverhetzung nach einem falschen Facebook-Eintrag. Wir schicken Sie auf die Piste zu kulturellen Highlights oder hübschen Ihr Auto wieder auf, wenn Sie mitmachen beim ATV-Gewinnspiel. Das ist das mit der versteckten Satellitenschüssel, Sie wissen schon.
einschalten und gewinnen. Wir verstecken jeden Tag eine Satellitenschüssel in unserem Programm. Sie haben sie entdeckt? Sagen Sie uns wo und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise. Ihre Antwort senden Sie einfach per E-Mail an gewinn@allgäu-tv.de oder Sie rufen einfach an. Wir wünschen viel Glück. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Drei Dinge sind es vor allem, die Ronny Fröh in seiner Fahrschule wichtig sind. Gute Beratung, gute Ausbildung und vor allem eine lockere Stimmung. Wir sind so familiär, kann man vielleicht sagen. Wir sind eigentlich mit jedem per Du. Keiner sieht sich, wir wollen das auch so. Diese Szene mit einer Fahrschülerin entstand zufällig bei den Dreharbeiten zu diesem Beitrag. Sie illustriert aber ganz gut die Stimmung beim Unterricht. Zu viel Anspannung oder zu Stream in eine Richtung gehen, so Richtung Lehrer-Schüler-Verhältnis, läuft einfach nicht. Man muss das ein bisschen mehr aus meiner Sicht auf die Kumpelbasis machen. Wir hören Musik am Auto, je nachdem, mal auch ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser. Wir wollen das einfach so. Wir wollen, weil später hören die Fahrschüler auch oder halt die Fahrer im Auto ihre Musik. Egal ob Auto, Motorrad oder LKW, Ronny Fröh unterrichtet für nahezu alles, was fährt und brummt. Die Erfahrung, die macht es einfach aus, weil ich seit über 23 Jahren Fahrlehrer bin und eigentlich habe ich mit so einem Brummi hier angefangen. Und das war, da habe ich meinen ersten Fahrschüler ausgebildet. Das war einfach mein Leben, Brummi. Und natürlich Auto, Motorrad mit Leidenschaft. Selber bin ich Motorradfahrer aus Leidenschaft. Diese Leidenschaft merkt man Ronny Fröh auch an, selbst durch einen Motorradhelm hindurch. Die Meldungen vom 7. März. Lindau war am Wochenende Schauplatz eines Rockertreffens. Einige hundert Mitglieder der rockerähnlichen Vereinigung Osmanen Germania Boxclub trafen sich dort in einer Diskothek. Die Polizei war mit etwa 300 Beamten vor Ort und kontrollierte die Einfallstraßen. Sie stellte kleine Mengen Drogen sowie in drei Fällen verbotene Einhandmesser sicher. Auch 95 anabole Steroide nahmen die Beamten an sich. Insgesamt blieb es nach Angaben der Polizei rund um die Veranstaltung ruhig. Ein Schaden von 200.000 Euro ist heute durch den Brand in einem Lindauer Textildiscounter entstanden. Gegen Mittag fing eine Jeans mitten im Geschäft Feuer. Zwar scheiterten die Löschversuche des Personals, die eintreffende Feuerwehr konnte den Brandherd aber schnell bekämpfen. Bei ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die Ladenkasse aufgebrochen und geleert wurde. Sie geht deshalb von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Wer etwas beobachtet hat, soll sich an die Kriminalpolizei Lindau wenden. Ab Ende 2018 fahren keine DB-Regio-Züge mehr nach Füssen. Was bereits im Herbst angekündigt wurde, ist jetzt fix. Die Deutsche Bahn ist mit ihrem Widerspruch gegen das Vergabeverfahren der Bayerischen Eisenbahngesellschaft gescheitert. Die BEG hatte im Herbst angekündigt, das sogenannte Dieselnetz Augsburg an die private Bayerische Regiobahn zu vergeben. Die BRB wird die Strecken München-Füssen und Augsburg-Füssen ab Dezember 2018 übernehmen. Der Vertrag läuft dann bis Dezember 2030. Die Unterallgäuer Gemeinde Ungerhausen hat einen neuen Bürgermeister. Der 62-jährige Landwirt Josef Fickler erhielt bei der Wahl am Sonntag 96,6% der Stimmen. Er folgt damit auf Hans Dauner, der sein Amt aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Fickler war der einzige Kandidat bei der Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 47%. Auch in Buchenberg im Oberallgäu hat gestern eine Bürgermeisterwahl stattgefunden. Mit 55,6% wurde der bisherige Bürgermeister Toni Barth in seinem Amt bestätigt. Der CSU-Politiker konnte sich gegen seinen Herausforderer Klaus Weißenbach durchsetzen. 62,13% der Buchenberger haben sich an der Wahl beteiligt.
Der geplante Verbindungslift am Riedberger Horn wird kommende Woche zum wiederholten Mal den Landtag beschäftigen. In einem Dringlichkeitsantrag fordert die Bayern-SPD das endgültige Aus für die Skischaukel. Die Pläne würden gegen die Alpenkonvention und damit gegen verbindliches Umweltvölkerrecht verstoßen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Eine Entscheidung über das geplante Vorhaben am Riedberger Horn wird noch vor Ostern erwartet. Ein Brand in einer Immenstädter Ferienwohnung hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren Bühl und Immenstadt ausgelöst. Brandursache ist laut Polizei eine im Schlafzimmer umgefallene Bioethanolkerze. Die Bewohner des Ferienhauses versuchten zwar das Feuer mit einem Schlafsack zu ersticken, das misslang aber. Das Ehepaar und eine weitere Person konnten noch rechtzeitig aus dem brennenden Haus fliehen und blieben allesamt unverletzt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Ein Lawinenabgang hat am Wochenende im Bereich Fellhorn-Kanzelwand einen großen Rettungseinsatz ausgelöst. Ein Skifahrer hatte die abgehenden Schneemassen beobachtet und einen einzelnen herumliegenden Ski entdeckt. Weil nicht auszuschließen war, dass die Lawine einen Menschen unter sich begraben haben könnte, eilten sofort Rettungsteams zur betreffenden Stelle. Es waren insgesamt 5 Hubschrauber im Einsatz. Wie sich herausstellte, war niemand verschüttet worden. Den einzelnen Ski hatte ein Mann bereits etwa eine Woche vorher verloren. Die Leitung der Schlossbergklinik Oberstaufen hat jetzt Vorwürfe der Gewerkschaft Verdi zurückgewiesen. Die hatte vergangene Woche die Aufhebungsvereinbarung, die den freigestellten Mitarbeitern angeboten wurde, kritisiert. Mit dem Angebot würden die Mitarbeiter eine Menge Geld verlieren, so die Kritik. Die individuellen Kündigungsfristen würden eingehalten und die Mitarbeiter für die Dauer der Kündigungsfrist auch ihre vertragliche Vergütung erhalten, so die BRK-Schwesternschaft. Wie berichtet, wird die Klinik aufgrund wirtschaftlicher Probleme geschlossen. 99 Menschen verlieren dadurch ihre Arbeit. Bereits im Herbst sollen mit den Bauarbeiten am neuen Lindauer Museumsdepot begonnen werden. Morgen will der Finanzausschuss über das Wo und Wie beraten. Auf einem Gewerbegrundstück neben der Versöhnerkirche soll ein- bis zweigeschossiges Gebäude entstehen. Eine Etage würde rund 2,8 Millionen Euro kosten. Die zweigeschossige Variante benötigt zwar weniger Grünfläche, ist aber auch teurer. Wie viel es an Zuschüssen gibt, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass die Halle im Herbst 2017 bezugsfertig sein muss. Denn dann beginnt der Umbau des Stadtmuseums Kavarsen. Der Breitbandausbau geht voran. Finanz- und Heimatminister Markus Söder hat heute insgesamt 9,6 Millionen Euro Förderung an 26 schwäbische Gemeinden übergeben. Auch 16 Allgäuer Kommunen erhielten einen Förderbescheid. Davon bekommt die Gemeinde Böen im Landkreis Unterallgäu mit 970.000 Euro die größte Summe. Bayernweit engagieren sich bereits rund 94% aller Kommunen am Förderverfahren. Zum Sport. Die Sonthofener Volleyballdamen haben sich am Samstag gegen den VC Offenburg einen Punkt erkämpft. Mit 2:3 unterlagen die Allgäu-Stromvolleys dem Tabellenzweiten nur knapp. Damit haben die Volleyballerinnen 3 Spieltage vor Saisonschluss 3 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Am Wochenende geht es für die Allgäu-Stromvolleys gegen die Allianz MTV Stuttgart. Eishockey. Die Bulls des ERC Sonthofen haben den vorzeitigen Einzug in die Playoffs verpasst. Vor heimischem Publikum unterlagen die Oberallgäuer im 2. Spiel der Best-of-3-Serie gegen die Blue Devils Weiden knapp mit 4:5. Das erste Aufeinandertreffen am Freitag in Weiden konnten die Bulls jedoch nach Verlängerung mit 4:3 gewinnen. Damit steht es in der Serie 1:1. Das entscheidende 3. Spiel findet bereits morgen wieder in Weiden statt. Bei einer Niederlage ist die Saison der Bulls zu Ende. Bei einem Sieg zieht man in die erste Playoff-Runde ein. Zur besten Eishockey-Bezirksligamannschaft aller Zeiten hat sich gestern der EV Füssen gekrönt. Im 24. und letzten Spiel der Saison konnte der neu gegründete EVF seinen 24. Sieg feiern. Das ist zuvor noch keiner anderen Mannschaft gelungen. Im Meisterschaftsduell gegen die Black Bears Freising gewannen die Spieler von Trainer Thomas Zellhuber zunächst auswärts mit 11:5 und zu Hause mit 6:4. Somit spielt der EVF nächstes Jahr in der Eishockey-Landesliga.
In der Eishockey-Bayernliga ist für zwei Allgäuer Mannschaften die erste Playoff-Runde bereits zu Ende gegangen, während der EV Lindau seine Serie mit 3:1 Sieg gegen Miesbach gewinnen konnte, ist die Saison für den ECDC Memmingen vorzeitig beendet. Die Indians unterlagen im vierten Spiel der Best-of-Five-Serie zu Hause deutlich mit 3:8 gegen Waldkraiburg. Im Playoff-Halbfinale trifft nun der EV Lindau auf die Oberbayern. Soweit unsere Kurznachrichten. Wir schauen aufs Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel und Küchen Böck. Bessere Beratung, besserer Service, bessere Preise, besser Böck. Möbel und Küchen Böck in Kempten, St. Mang. Heute Nacht ist es in weiten Teilen des Allgäus bedeckt. Im Unterallgäu zieht es stellenweise kurz auf. Die Werte liegen bei -2 bis -4 Grad. Auch morgen Vormittag bleibt es weiterhin bedeckt. In Teilen des Ost- sowie des Westallgäus ist mit Schneefall zu rechnen. Im Ober- und Unterallgäu kommt vielleicht auch mal die Sonne raus. Temperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad. Im Verlauf des Tages wird es dann voraussichtlich auch in den anderen Teilen des Allgäus etwas sonnig, bei Temperaturen bis zu 4 Grad. Die Skigebiete im Allgäu gewinnen morgen nochmal an Neuschnee. Am Nebelhorn, Fellhorn sowie in Beusterlang sind bis zu 95 cm vorhergesagt. In Ofterschwang und in Jungholz liegt mit 60 bis 70 cm aufgrund von wärmeren Temperaturen etwas weniger Schnee. In den kommenden Tagen setzt sich die Sonne zumindest stellenweise etwas durch. Zum Beispiel am Donnerstag mit Höchstwerten bis zu 7 Grad. Am Freitag wird es dann wieder etwas bewölkt bei Temperaturen um die 5 Grad. Junge, mach was Anständiges, mach eine Lehre. Das haben Generationen von jungen Leuten von ihren Eltern und Großeltern gehört, wenn es um die Berufswahl ging. Und so mancher althergebrachter Spruch wie Handwerk hat goldenen Boden stimmt auch heutzutage noch. Aber es hat sich natürlich auch vieles verändert. Neue Berufe, neue Ausbildungsarten, duale Studiengänge. Was mache ich nach der Schule, fragen sich deshalb immer noch viele junge Leute. Und Antworten darauf gab es am Samstag bei der Allgäuer Lehrstellenbörse. Ob 5, 6 oder 10.000 Besucher, egal. Die Lehrstellenbörse im Kemptner Berufsschulzentrum ist und bleibt ein Magnet. Das Konzept jedenfalls ist ebenso einfach wie erfolgversprechend. Ausbildungsbetriebe und Jugendliche auf der Suche treffen sich und kommen im besten Fall zusammen. Motto: Man kann nicht früh genug anfangen. Ich will mich eigentlich nur informieren, was es alles gibt, weil ich nach dem Abitur nicht weiß, was ich machen will. Einfach mal Informationen sammeln, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich interessiere mich ziemlich für duale Studiengänge zurzeit und schaue mal rum, also hauptsächlich jetzt eben bei den dualen Studiengängen. Ich bin nicht festgelegt, ich bin eigentlich noch relativ flexibel, was ich jetzt zum Beruf mache. Allerdings schon eher Richtung Hotel. Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist eine der wichtigsten Berufssparten im tourismusgeprägten Allgäu. Aber auch der Bereich, der mehr und mehr mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat. Ja, es ist ganz besonders schwierig in der heutigen Zeit, junge Menschen von der Hotellerie zu überzeugen. Und es ist in der heutigen Zeit wirklich so, dass man sich als Betrieb fast schon bewerben muss bei möglichen Interessenten. Im Allgäu eng mit dem Gastgewerbe verzahnt ist die Landwirtschaft. Ob Reiten, Urlaub auf dem Bauernhof oder das Kerngeschäft Ackerbau und Viehzucht, grüne Berufe spielen eine große Rolle. Meine Tante hat einen Betrieb daheim und von klein an eigentlich schon immer Landwirtschaft, Tiere, Maschinen und habe mich dann dazu entschlossen mit 21 Jahren, dass ich den Schritt mache. Aber nicht nur potenzielle Hoferben lernen den Umgang mit Tier, Natur und Maschinen. Die Mischung macht den Beruf Landwirt auch für andere interessant. Es gibt auch einige, die Lehre anfangen, ohne dass sie einen Betrieb daheim haben. Also man kann sagen, die Liebe kann auch kommen. Das Korn aus der Landwirtschaft wird zur wichtigsten Zutat des Bäckers. Allerdings hat dieser wichtige Berufszweig ein Imageproblem. Die Ausbildungszahlen sind seit Jahren rückläufig. Letztes Jahr haben wir wieder ein bisschen mehr gehabt, aber im Allgemeinen ist es eher rückläufig. Ich denke, es liegt auch einfach an den Arbeitszeiten. Wobei ich immer sage zu den Schülern, sie kommen dafür mittags auch heim, sie müssen früh anfangen, haben aber mittags frei und können den ganzen Nachmittag für die Freizeit, für Hobby, Reiten, Schwimmen gehen, ausnutzen.
Auch einen großen, im Allgäu wichtigen Teil nimmt die metallverarbeitende Industrie ein. Aber auch hier bewerben sich die Firmen inzwischen bei den Schulabgängern. Ja, die Zeiten ändern sich. Der demografische Wandel spielt natürlich auch uns irgendwo in die Hände, dass wir sagen müssen, wir müssen uns gezielt in dem Bereich Ausbildungsmessen aufstellen als Unternehmen mit aktiver Werbung, mit aktivem Marketing. Wir gehen in die Schulen rein, wir stellen uns den Schülern vor als potenziellen zukünftigen Arbeitgeber. Potenzielle Arbeitgeber gab es hier reichlich. Über 200 Firmen und Organisationen zeigten, was sie können. Ausbildungsberufe von kaufmännisch über sozial bis technisch, dazu Seminare und Fachvorträge. Die potenziellen Azubis nutzten das Angebot. Ich habe jetzt auch schon ziemlich viel gefunden, zum Beispiel Ergotherapie und Physiotherapie und so. Sie war jetzt eher beim Seitz, Richtung Automobil, Kauffrau und so. Also findet man auf jeden Fall Ausbildungsplätze. Viele Informationen, vor allem Einblicke in die Berufswelt, was die Leute auch sehr gut erklären, gerade die Auszubildenden, die auch hier sind. Und ich denke, ich bin mehr so im technischen Bereich, möchte ich persönlich gehen. Habe auch gutes Feedback dafür bekommen und es hat auch wirklich Spaß gemacht, auf jeden Fall wieder hier zu sein. Man kann nicht früh genug anfangen zu suchen. Das stimmt immer noch. Die Lehrstellenbörse hat aber auch gezeigt, für Auszubildende kann es nicht besser laufen als im Moment. Für Maria Berger aus Aitrach konnte es auch nicht besser laufen, denn sie ist unsere Gewinnerin des Skipasses für das gesamte Gebiet Wartschröcken am Arlberg. Und wie uns unsere Gewinnerin heute erzählt hat, macht sie jeden Tag mit beim Gewinnspiel und hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass sie mal Glück hat. Und schon war es passiert. Und auch heute sollten Sie sich wieder auf die Suche nach der Satellitenschüssel machen. Vielleicht haben Sie sie schon gesehen, vielleicht kommt sie auch noch. Irgendwo bei uns im Programm haben wir sie versteckt. Für den, der heute gute Augen und ein bisschen Glück hat, habe ich einen Gutschein für eine Komplettpflege für Ihr Auto. Und hier ist unsere Gewinnhotline 0831 930 63 3x1 oder Sie schreiben uns unter gewinn@allgäu-tv.de. Welche Sprache Adam und Eva gesprochen haben, das weiß man nicht so genau. Vielleicht war es ja eine Allgäuer Mundart. Thematisch jedenfalls passen Adam und Eva irgendwie zum Allgäuer Dialekt. Und wie, das zeigen wir Ihnen gleich. And now, as we take first steps, it's time to realize we live our dreams. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienallin.de. Glücksspirale Sonderauslosung am 12. März. 100 mal 5000 Euro Urlaubsgeld. Laufsport Zaukel in der Kemptener Innenstadt ist ein absoluter Spezialist, wenn es ums, klar, Laufen geht. Wer hierher kommt, erhält auf Wunsch eine ganz persönliche und ausführliche Beratung. Das Problem ist mit dem falschen Schuh, sind, also entweder passt auch gar nicht richtig, Blasenbildung etc., aber häufig ist dann einfach biomechanische Probleme, Achillessehne, Knieverletzungen und so weiter. Was wir machen, ist, dass wir zunächst mal den Fuß analysieren und dann aufgrund von der Fußform, Fußstellung, Körpergewicht etc. eventuell, wo er laufen geht, wie häufig dass er zum Laufen geht, der Läufer, und suchen dann entsprechend 2-3 Modelle raus aus unserem Sortiment, gehen mit den Schuhen jeweils aufs Laufband, filmen das mit der Kamera, um dann am Computer genau zu analysieren, welches der richtige Schuh für den Läufer ist. Läufer finden hier aber nicht nur den richtigen Schuh. Auch die restliche Ausrüstung sollte, speziell auf längeren Strecken, richtig gewählt werden. Für Laufeinsteiger ist entscheidend, dass sie nicht zu viel machen, zu viel wollen. Also wenn wir unsere Laufkurse mit unserer Laufschule machen, dann beginnen wir mit ganz langsam mit 2 Minuten Rennen, 2 Minuten Gehen, 2 Minuten Rennen, um das dann entsprechend aufzubauen, sodass ich am Ende auch eine ganze Stunde am Stück laufen kann.
dieses Ziel erreichen zu können, lohnt es sich durchaus, ein wenig Zeit in die Wahl der richtigen Ausrüstung zu investieren. Dass es so viele talentierte Dichter in der Region gibt, haben die Veranstalter zuerst kaum glauben können. Und so war die Wahl der besten Einsendungen für den ersten Mundartwettbewerb der Memminger und Mindelheimer Zeitung nicht ganz einfach. Im Forum Mindelheim haben die 15 Gewinner dann aber von Themen über Adam und Eva bis hin zur Fastenzeit ganz Verschiedenes vorgetragen. Einzige Voraussetzung, es musste Mundart sein. Der Theatersaal im Forum Mindelheim ist gefüllt. Alle warten auf den Beginn des Mundartwettbewerbs. Manfred Kraus, selbst Mundartkünstler und ein Mitglied der vierköpfigen Jury, hatte zusammen mit Johann Stoll, dem Chefredakteur der Mindelheimer Zeitung, die Idee zu diesem Abend. Ein Grund für die beiden war es, die Schönheit des Dialekts zu ehren. Aber nicht nur das. Es gibt natürlich auch handfeste Gründe. Unser Mundart wird zunehmend verwässert. Da haben wir einfach gedacht, wir müssen einmal ein Zeichen setzen. Und das setzen wir am besten, indem wir zeigen, welche Kraft, welche Warmherzigkeit, welche Urwüchsigkeit in ihr steckt. Und dann haben wir den Mundart-Wettbewerb gemacht, zusätzlich auch noch, um einfach Leuten, die noch nie was veröffentlicht haben, die Gelegenheit zu geben, ihre Begabung zu zeigen und zu zeigen, was in ihnen steckt. Und die Teilnehmer haben gezeigt, was in ihnen steckt. Unter insgesamt 95 Einsendungen musste die Jury wählen. Die 15 Besten wurden dann eingeladen, ihre Stücke vorzutragen. Musikalisch begleitet wurde der Abend außerdem von der Mindelheimer Seitenmusik und den beiden Musikeinsendungen. Denn nicht nur die Ehrung der Gewinner stand im Vordergrund. Wir ehren natürlich die besten Mundartgedichte, aber wir wollten auch noch ein bisschen eine andere Seite aufzeigen. Wir haben ein kleines Bühnenstück bekommen von Schülern aus Heimatingen. Und dann gehen wir über alle Altersschichten eben auch noch hinaus und gehen bis zum Alterspreis. Ich habe am Wettbewerb teilgenommen, habe ein Gedicht abgeliefert und bin eingeladen worden, heute hierher zu kommen, um zu hören, wie es ausgegangen ist. Und ist Mundart Ihr Hobby oder haben Sie einfach jetzt den Wettbewerb genutzt? Nein, Hobby, Mundart ist für mich das Normalste, was es gibt. Ich bin mit Mundart aufgewachsen, spreche Mundart, wenn es sein muss, verstehe Mundart. Und insofern war es für mich klar, dass ich dann sage, da mache ich auch mit. Was darf man denn hören von ihm? Das Unterallgäu-Lied. Man kann es laut sagen, bei es ist scheu marschiert. Das kann man auch bloß wissen, wenn man da ist fair. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt mitgemacht haben hier? Weil es ein Mundartwettbewerb ist und das ist in Mundart geschrieben. Und sie haben ja so Beiträge gesucht und dann habe ich es eingeschickt. Und die Isabella hat sich bereit erklärt, mich zu begleiten und jetzt tragen wir das halt vor. Sie machen Mundart schon länger oder einfach für den Wettbewerb jetzt? Eigentlich sonst nur privat für den Geburtstag und aus Jux und Dollerei. Was haben Sie denn eingesendet? Ein Mundartgedicht. Um was geht es denn in dem Gedicht? Ums Lachaufirren. Ist das dann ein Hobby von Ihnen? Machen Sie das regelmäßig? Unregelmäßig. Eigentlich nur bisher bei besonderen Angelegenheiten, Geburtstage und so weiter. Also die Resonanz war überwältigend. Wir hätten das qualitativ und quantitativ in der Form nicht erwartet. Es sind also sehr viele Gedichte gekommen, aber eben nicht nur viele, sondern auch richtig gute. Also man hat das Gefühl gehabt, dass die Leute das sehr ernst nehmen und einfach auch in richtiger, echter Mundart eine echte Aussage machen wollen. Vielleicht wird es also im nächsten Jahr noch einmal einen Mundartwettbewerb geben. Der Gewinner des ersten Wettbewerbs ist Dr. Johann Liebrich mit seinem Gedicht Mau und Weib, in dem die Geschichte von Adam und Eva aus dem Paradies sarkastisch nacherzählt wird. Der Adam ist zur Einsicht gekommen, so etwas passiert mir nochmal. Hätte ich bloß nie vom Apfel gekostet, ab hier wäre das ganze Obst vermostet. Politik ist für viele junge Leute eher was Abstraktes. Wenn dann aber mal der zuständige Landtagsabgeordnete in der Klasse vorbeischaut, kann sich das schnell ändern. Das Konzept Politik macht Schule, Abgeordnete schenken eine Unterrichtsstunde, ist genau dafür da, für den Dialog zwischen Schülern, Politik und Schule. Wie das in Mindelheim gelungen ist, zeigen wir Ihnen morgen. Und natürlich geht auch unser Gewinnspiel wieder in eine neue Runde. Bis dann, einen schönen Abend für Sie.